Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. In der letzten Folge haben wir uns von Halur bis hin zu Sophias geschlagen. Da hinten sind noch Pilze und irgendwie so was, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Wie man sehen kann, da ist eine Schlacht am Toben, also wenn man das Schlacht nennen kann. Und hey, da ist sogar ein Skit noch. Und wir müssen nach Sophias, um Estelle zu retten, Alexei zu besiegen, die Welt zu retten und all so was. Während Flynn sich um einige Monster hier kümmert, die uns den Weg versperren wollten. Und ja, alle im selben Boot. Zurück bin ich ja nicht schon so schnell hingegangen, ne? Okay, dann gehen wir mal rein und gucken mal, ob wir was gebacken kriegen hier. Wird schon schief gehen. Ist doch nur voller tödliche Nebel hier überall anscheinend. Mach dich um die Sorgen. Und so die Leute in der Unterstadt. Keine Schwäche zeigen jetzt. Ihr seid doch normale Gegner, oder? Also schwache normale Gegner. Die draußen, ne? Ja, krank. Okay, ach, sind die Viecher, die ich im Dings bekämpft habe, also nicht bekämpft, aber gesehen habe. Hallo, magisches Auge. Mein Gott. Ich suche die ganze Zeit heiliger Trank. Ich brauche noch magisches Auge einsetzen. Also hieß mir auch, glaube ich, am Strand, die ich letztens nicht gefunden habe im letzten Part. Ja, und die sind mir so begegnet. Und ja, ich meine, das sind alles die ganzen Monster, die schon hier vorher rumgelaufen sind, nur halt stärker, ne? Die kippen irgendwie um. Also ich habe nicht vergessen, dass ich 5 Angriffe einsetzen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Ja, immer mit 3 Angriffen gewöhnt, ey. Und ich habe jetzt einen Heilmove, das ist auch gut. Weil du bist zu weit weg, Mann. Okay. Zu spät. Wir hat die ganze Zeit immer nur Estelles Kraft heißen, ne? Also wir hätten das noch mal irgendwie eine Zeit mal einen Namen geben sollen, finde ich. Estelles Kraft. Ich bin nicht so alt.
これリタッチの専売特許じゃなかったっけ？そうよ、忘れてたわよ。どうせ、ムカつく。おっさんに正論解かれるなんて。さあさあ、天才魔導師少女がその調子ならまだまだ世界は大丈夫ってことよ。Okay, ich nehme an, zur Unterstadt können wir nicht, ne? Solange die komischen Pflanzen im Weg sind, wissen wir überhaupt nicht, was in der Unterstadt vor sich geht. Lass mich raten, die sind die, die sich in die Monster verwandelt haben, ne? Pass auf. Das ist wie in Tales of Berseria am Anfang. Spoiler. Also, was war am Anfang? Also, nicht so viel Spoiler, würde ich sagen. Zwar wird irgendwie ihre eigenen Freunde abgeschlachtet werden und gedacht hat, da wären einfach nur Monster. Zum Dämon geworden ist. Mein Gott, Tales of Berseria ist ganz schön dunkel. So, jetzt wo ich darüber nachdenke, ja, Dreck. Glück hat natürlich wieder am Boden, da kann ich treffen. Oder jemand natürlich einen Schlag auf hier eingesetzt, weil das Bild war gerade ein bisschen verschwommen. Oh. Au. Also für mit Yuri sind die Kämpfe allgemein sehr viel einfacher. Eine Überraschung, man spielt den Hauptcharakter und die Kämpfe sind einfacher. Gut, jetzt haben wir noch keine Probleme mehr. Yuri hat sich verändert.下町の知り合いが心配なのも、アレクセイがムカつくのもわかるけどさ。あら、たまにはいいじゃない。どこがいいのよ。周りが不愉快になると分かってるのに苛立ちをまき散らすのは甘えてる証拠でしょ。以前のユーリだったら私たちの前では絶対に今みたいな態度は取らなかったわよ。目の前でそう冷静に分析されると、さすがに気持ちも冷めるな。 Bakana. Okay, wir haben immer noch Mutters Andenken im Inventar. Ich habe so ein Gefühl, das wird vielleicht einsetzen müssen irgendwann mal. Jetzt auch, worüber ich danach, ja, wird ja bedeuten, dass wir irgendwann mal gegen Estelle kämpfen müssen oder so, aber das hoffe ich ja nicht, ne? Ja, vielleicht schafft er Alexei, sie irgendwann zu kontrollieren oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Was macht er das überhaupt? No, Estelle trägt es immer bei sich. Ja, das kann man einsetzen, ne? Aber das geht nicht weg, ne? Ja, sich zu heilen kann man das machen, ne? Vielleicht muss ich da mal irgendwann einsetzen, Kampf gegen Alexei oder so, weiß nicht. Weiß nicht. Ich bin gleich tot. Okay, ich scheine aber keine neuen Gegenstände und so zu bekommen, ne? Nö. Auge des Mandreik, das könnte neu sein. So klein, ich treffe den nicht. Ja, Wolf, eher krank. Oh Gott, ich bin gerade im Heil. Okay, ist noch durchgekommen, gut. Hat er gerade noch jemanden gerufen? Da waren noch gerade nur drei. Ich habe mich nur die ganze Zeit die teuren Angriffe einsetzen, sagt er, während er direkt zwei Angriffe rausballert. Kriegen die Gegner aber ganz schön schnell down. Wie sieht es mit Kochen aus hier? Vertrauenswürdig. あなたにエステルを託したのね。ああ。彼が他の厄介事を引き受けてくれるから、私たちはエステル救出に専念することができる。でも、
悔しいでしょうね。あいつの覚悟は俺が持っていく。ええ、必ずエステルを助けましょう。Okay, nur oben ist noch ein bisschen, alles klar. Okay. Wir kriegen nur neue Monster die ganze Zeit. Ich glaube, das sind alles die Monster, die doch in der Nähe von Saphirs rumlaufen, nur halt stärker, ne? Buntbär. Sie wurden hochgepowert durch diesen Nebel. Nein, da wollte ich nicht. Ah, wollte ich auch nicht. Nicht näher kommen. Nachher die Bären, die waren voll lahm, genau. Laufen die ganze Zeit irgendwie weg oder gehen die ganze Zeit weg. Da bist du euch. Ja, langsam kriegst du eine gute Auswahl an Angriffen, die mir in jeder Situation helfen können, finde ich. Okay. Der kriegt voll auf die Fresse. Ich hau euch mal alle. So. Ich kann den Angriff nicht außerhalb des Kampfes einsetzen. Carol kann seinen Heilangriff außerhalb des Kampfes einsetzen. Ich kann irgendwie nicht mein Schutzfeld einsetzen. Das ist aber noch besser irgendwie als... Oh, sehr gut. Als irgendwie... ein Halshauer so zu verballern, finde ich. Die Ritterrauferei. Kämpfen so schnell, hat man nur Staubwolken da sieht. Er hat schon wieder irgendwie so semi-finaler Kampf hier. Davon gibt es auch irgendwie voll viele immer. Denkst immer, du bist gerade im finalen Kampf in irgendeinem Tales auch spielen, dann kommt noch irgendein, weiß nicht, 30, 40 Spielstunden oder so. Ja, wir können da durch einfach, also sind jetzt nicht so dick die Gitter. Ich glaube, Patty wird noch eher da. Wo wäre es eigentlich größer, Patty oder Carol? Da ging er schnell. Eigentlich Abrita ging noch voll schnell. Gut, dann wollen wir mal sehen. Wartet der jetzt schon direkt da drinne? Schloss Saphirs. Ich hätte noch gern einen Speicherpunkt, einen Heilspeicherpunkt, wenn es geht. Ich will da keine Forderung stellen oder so, aber irgendwie doch. Oh Gott. エアルが何よ。エステルの力を使ってこんなことまでやってのけたんだわ。外の結界はエアルを閉じ込めるためだったのかもしれないわね。おっさんの心配が当たったかのせいだいだな。きっとお出迎えがあるぞ。悪いよ、頑張りやたんのはなんでかね。悪いほうに考えるから悪いことばっか起きるのじゃ。いいことだけ考えるのじゃ。いいこと言うわね。 きっとそうだわ。おさん結構楽観的だと思うんだけど。今んなこと言ってもしょうがないでしょ。気引き締めて進めばいいのよ。ああ、
悪いことに加担してるまがいもんの騎士なんて俺たちの敵じゃねえだろ。じゃな。こんな形でお城に来ることになるなんて、なんか残念。Ich auch. Okay, lass mal zustehen. Na gut, nämlich schon voll wie ein Tales of Grace F, wo wir, ich weiß nicht mehr, wie der Onkel von Richard hieß hier. Und auch in so einem ähnlichen. Jetzt erinnert mich also recht an Tales of Grace F. Ist genauso, gleicher Aufbau. Nämlich Grace's. Okay. Gehen wir und sehen nach. Du machst dich mehr Versorgung. Okay. Für mich scheint jedes Schloss irgendwie gleich aufgebaut zu sein, teils auf Spielen. Nur so riesige Gänge und dann. Okay. Manchmal waren wir nicht schon mal hier drin irgendwie. War nicht Yuri mal hier im Gefängnis? Hi, tschüss. Nein! Ich dachte, ich kann da rein. Ihr Piss er, aber ich muss ja sowieso gegen die kämpfen einmal. Mindestens. Ritter, Fechter. Jetzt müsste ich alle drei noch analysieren, ehrlich. So, ich habe da hinten einen Bischof gesehen, der voll auf uns zugeht. Okay. So, Bischof. Wenn der Computer diesen Angriff einsetzt, dann einfach eiskalt so hoch runter tief niedrig und weiß ich. Aber gut gemacht, Petit. Au, nicht anfassen. Sehr gut. Oh, sehr guter Angriff, Rita. Nein, der ist schon runtergefallen. Wow. Ich prügel dich einfach kaputt. Wollte ich meine Axt. Oh, Krankenschwester, gut. Hätte. Wir haben doch Naila hier. Alter. Sie haut einfach eins aber nach dem anderen raus, ey. Ich glaube, ich habe sie ja auch irgendwie so Dingen gegeben, mit so schneller zaubern kann. Hing die ganze Zeit schon in meinem Inventar rum. Okay. Die Frage ist natürlich, wo ich jetzt wieder hin muss, ne? Also hier wahrscheinlich nicht, ne? Da wären wir mal drin, ganz am Anfang in den ersten Folgen, in der zweiten Folge, glaube ich. Erst habe ich noch Probleme gehabt mit diesen einen Transformatorbogen 1 Alpha und Mondschutz. Cool, ach, da war die Zelle, wo Raven früher drin war. Transformatorbogen Alpha, ich glaube, den habe ich sogar noch gar nicht. Nö. Und Mondschutz, den habe ich leider schon. Habe ich noch einen für Estelle, wenn sie uns wieder hoffentlich in die Gruppe kommt. Wir sind schon eine ganze Weile nicht mehr in unsere Gruppe. Das ist ausgerechnet unsere Heilerin, ne? Jetzt stell mal vor, ich würde die Xbox 360 Version spielen, ne? Wo Patty nicht im Team ist, dann hätte ich wen als Heiler? Raven mit seinem magischen Pfeil, Liebespfeil oder wie auch immer hieß. Das wär's. Carol kann ein bisschen heilen, Yuri kann mit seinem Schutzfeld heilen. Und jetzt sind jetzt nicht wirklich Zauber. Flynn kann heilen, aber der ist ja auch nicht immer Teil des Teams. Oh, das war schon so lange. Okay, also ich nehme an, ich kann jetzt hier so lang gehen. Wenn er schon sagt, da oben. Ich meine, da oben ist richtig. Oh, hier war ich schon.
des Rings verleiht ihr Macht über den Himmel. Wenn alle acht Flügel ausgebreitet sind, erscheint über dem Kind des Vollmonds ein Kreis aus Licht. Damit sich die vierte Tür öffnen. Kreis aus Licht. Wenn alle acht Flügel ausgebreitet sind, hat es Alexei darauf abgesehen, was auch immer das sein mag. Boah, ich weiß noch, wie ich am Anfang ja voll Probleme hatte, ne? Muss mal ganz kurz gucken. Kampfschwierigkeit auf schwer immer noch. Weil ich weiß noch, wie ich damals echt Probleme hatte hier mit den Gegnern. Die haben echt wehgetan noch damals. Oh, nee. Nanda? Yuri? Yurika? Oh, Hanks-Ji-san. Wer bist du nochmal? Ich hab's vergessen. Ji-san, minna, buji datta no ka? Was ist aus der Unterstadt? それにお前らまで。は、それがそのフレンドロの命令で市民の避難を誘導していたのでありますか。その、ふとした町の住民の姿が見えないことに気がつきまして、命令にはなかったんでありますが、つまりその。 出口は崩れるわ。おかしなもやは迫るわ。危ないとこじゃった。なんとか騎士殿の助けでもやのないここに逃げ込めた。命の恩人じゃよ。命令違反の罰は受けます。我々も同罪なのだ。罰も何も。俺ただのおっさんだからね。あ、そうや。 Ich frage mich die ganze Zeit, wer soll denn hier eine Strafe geben? Den ist doch gar nicht da. Oh ja, Raven. Schwan. Boah. 尊敬されてるのね。本当、想像つかないわ。そば、スキップ。さあ、リタ。よかったね、ユーリ。しぶといやつらだってのを忘れてた。心配するだけ無駄だったわ。なんだかユーリ、今までにないくらいにすごく嬉しそうなのじゃ。うん、そうだね。お前ら、 元団長閣下を見なかったか。は、え、我々は見ておりません。ただ外で親衛隊の話声で何やら三剣の傷橋のことを。三剣の傷橋、うちらが吹っ飛ばされたあの高い高いあれよ。まだそこにいるってことね。煙と極悪人は高いところに登りたがるんじゃな。うん、問題は 三剣の傷橋って偉い人しか入れないのよね。仕掛けなら僕が外す。術式なら利他がいる。大丈夫だよ。だな。じいさん、あんたらはこのままここで隠れててくれ。行くぜ。Auch schwärmen. So, die Unterstadt ist sicher. Gut. Hier sind noch einige. Ich wollte schon sagen, ich sehe nur den Typen bisher. これであとはアレクセイの野郎をぶっ飛ばしてエステルを助けるだけだ。おっさんの部下が初めて仕事らしい仕事をしたわね。だからもう俺様の部下じゃないっての。あいつらおっさんを見る時の目が輝いてるのじゃ。あんなに尊敬されているのに出てくるなんてひどい人ね。なんか今度はおっさんが釈然としない気持ちになったんだけど。Okay. Hi, ich dachte, mir Ritter wären nur ein Haufen Verlierer, abgesehen von dir und Flynn. Ich war überrascht, als ich merkte, dass viele von ihnen wirklich Rückgrat haben.
Also jeder muss essen, um seine Kraft zurückzugewinnen, vor allem in diesen Zeiten wie dieser, was auch immer passieren mag. Das ist jetzt nach wie vor ein Restaurant. Jetzt eine große Stunde gekommen. Falls du schwere Zeiten durchmachst, kannst du immer mit mir, alter Frau, darüber reden. Nur so kann ich mir bei für dich für alles revanchieren, was du für uns getan hast. Ich dachte, wir würden eine große Reise antreten. Dann musste das hier alles passieren. Ich glaube, ich werde meine Zeit vor allem damit beginnen, meinen neuen Freund nach seinem Reiseerlebnis zu fragen. Ich habe auf unserer Flucht hier irgendwo meine Brille verloren. Du hast das Gewissen, jetzt die Brille. Ich habe ein ziemliches Talent dafür, Dinge zu verlieren. Wie ärgerlich. Die Ritter, Juri, das waren noch die, die dich belästigten, oder? Ich war erstaunt, dass ich merkte, wie nett sie wirklich sind. Wenn ich daran denke, dass Estelise eine Prinzessin ist, jetzt muss ich wohl ihre Hoheit Estelise sagen. Sie hatte schon immer so etwas Edles an sich. Das erinnert mich irgendwie an meine Großmutter. Es mag zwar nicht viel sein, aber es ist mir gelungen, mit meinen Waren zu entkommen. Okay, cool. Das ist wahrscheinlich nichts Besonderes, ne? Aber doch. Ich hatte mal eiskalt hier voll die geilen Sachen. Vitalität 2, sehr gut. Hanumans. Okay. Ist halt irgendeine besondere Persönlichkeit, Hanuman in Fire Emblem ist auch jemand, da ist Hanemann. Deswegen nehme ich mal an, dass jemand Besonderes. Aber du hast Vitalität endlich mal, gut. Dein Hund hat nämlich schon mehr AP als du. Deswegen habe ich mich schon gefragt. Pete hat schon irgendwie 4500 AP oder so. Luftschritt, Kombokraft und noch jemand. Boah, für wen habe ich denn jetzt noch gekauft? Oh. Für dich. Oh, cool. Muss immer noch irgendwann schaffen, ja, Mystic Arts einzusetzen. Ich habe so für die werden wir nicht im Laufe des Spiels sehen. So, du brauchst ein Gold. Niemand braucht das. Ich kaufe trotzdem ein. Ihr braucht die Klamotten. So. Fehlverteidigung, aber M-Verteidigung runter, ja. Ist gut. Ja, das ist auch gut. Die habe ich schon letztens. Du hast schon Goldhelm, Goldreif, Goldhelm. Gut, haben wir auch. Ich sehe nichts bei Grünes. Gut, und jetzt kommen wir eher zu Rüstungen. Was mit Prinzenschutz? Warum können wir für sie Sachen kaufen? Ich kaufe mal einfach eine. Haben wir auch noch nicht kaufen. Heiliger Mantel, so. Den haben wir. Die haben wir noch nicht. Warum kann ich mir so Asbach-Klamotten noch holen? So, ja, das hier, ne? Nee, war noch du, ne? Nee, warte. Doch hier. Gott. Wahrscheinlich kann ich wieder Sachen synthetisieren, ne? Aber wird wahrscheinlich schon wieder voll Zeit fressen. Goldene Stiefel, die haben wir noch nicht. Ein bisschen Essen, wenn wir schon dabei sind. Wow, wir können viel Essen kaufen, glaube ich. Erdbeere. Ich hoffe, mal irgendwann kriegen wir irgendwie so einen Shop irgendwie, wo wir alles kaufen können, einfach. So sieht's hier aus. Hallo Mann, Stab. Ich glaube, da sind neue Sachen gekommen. Den habe ich. Ich habe keinen Doppelten, deswegen. Eins A. Okay. Halt. Nee, so viele neue Sachen kann man gar nicht herstellen, glaube ich. Gut. Gut. Hey, das ist neu. Aber niemand kann das ausrüsten.
Faust des Tyrannen haben wir schon. Große Tasche, Metallhalsband haben wir schon, haben wir schon. Das haben wir nicht, kann ich nicht herstellen, aber jetzt hier aus. Ich nehme an, wir sind gut gerade gerüstet. Ich stelle jetzt einfach halt Visier her. So, ja, wir haben jetzt eine neue Axt. Also ich überlasse euch unsere Rüstung nur zu ungern, aber wir werden diese Schuld begleichen. Ich rufe eine provisorische Waffenstation aus, aber sobald das hier vorbei ist, werden wir dich holen. Verlass uns auf dich, halt den Kommandanten auf. Als Kommandant Alexias Schloss übernahm, war ich unsicher, ob ich ihm folgen soll oder nicht. Jetzt weiß ich nicht, was ich gut daran getan habe, um Leutnant Leblanc zu glauben. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich atmen. Ne? Halte X nach Arkan Art oder höher. So, kann ich mich auch irgendwo hier hochheilen oder so? Ich extra, also ist etwas Curry. Nicht schlecht. Okay, cool. Ist auch etwas Curry. Einfach etwas Curry gegessen, sind wir schon wieder voll ausgezeichnet. Na gut, ich sollte vielleicht mal speichern. Einfach nur so zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Und dann gehen wir weiter. Gucken, was wir noch so finden in diesem Schloss. Ich muss noch mal eine Sache nachgucken und dann geht es auch weiter. Kampfbuch brauche ich da. Und zwar drücke rechts und man braucht so zwei Balken. Mit links drei Balken. Level 4 gegen gegnerische Angriffe immun. Also sollte ich am besten das einsetzen. Vier Balken. Okay, dann drücke ich nach oben und dann setze ich Mystikart ein. So kann ich wahrscheinlich nur einen im Kampf oder so raushauen, weil halt voll schwer, ne? Aber trotzdem. So, meine Frage ist jetzt, kann ich jetzt zu den anderen Orten hingehen? Das ist ein neues Viech, sehe ich gerade. Geh weg. Jetzt kann ich hier lang. Frage ist nur, wo muss ich lang, ne? Da komme ich wahrscheinlich mehr zum Anfang, ne? Oder auch nicht? Warte mal, ich hätte von da runterklettern können. Ach, hier sind wir wieder. Ne, hier muss ich ja nicht lang. So, hier müssen wir wieder ganz am Anfang sein, ne? Pass auf. Haha. Ich bin so gut. Ich bin so gut. K-U-T. Ich meine G-U-T. So. Der Kraft des Ringes vielleicht der Macht über den Himmel. Wenn zwei Flügelpaare ausgeweitet sind, wird sie im gleißenden Strahl des Lichts bitterlich weinen. Dann wird sie die zweite Tür öffnen. Ich habe so ein Gefühl. Weil das hat irgendwas mit Estelle zu tun, ne? Weil Kind des Vollmonds hat die eine Statue gesagt. Ich habe so ein Gefühl, hat irgendwie sowas zu tun mit einem, weiß nicht, optionalen Boss oder irgendwie sowas. War ja nicht Estelles Zimmer. Okay, die Dinger sind alle miteinander verbunden, aber nein. Ich habe so das Gefühl, spätestens wenn wir die das Kolosseum ja tackeln werden mit jedem Charakter, werden wir die Mystic Arts alle mal sehen. Also von daher wird eigentlich nur eine Frage der Zeit, ne? Ich dann irgendwann mehr Fähigkeiten habe, weil nicht. Aber ich habe keinen Combo Plus mehr, weil ich eine andere Waffe hatte. War anscheinend in der Waffe drin. Ne? Okay, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Sagst du die ganze Zeit Backer?
Oder willst du Bacana sagen? Oh, KP haben sich erhöht. Lebensbonus hat sich aktiviert. So. Ich tue jetzt doch immer wieder hier im Kreis auf. Ne, ja, gut. Boom. Ich bin nicht irre, war hier irgendwo ein Speicherpunkt noch. Boah, ich frage mich, wenn ich die Truhen jetzt hier nicht aufgemacht hätte, ganz am Anfang, ob jetzt hier andere Sachen drin gewesen wären. Einige Rollenspiele machen das. Einige Final Fantasy Spiele haben das, glaube ich, gemacht. Warte, also zwei verschiedene? Mordschuld. Welche Level sind die eigentlich alle? 48. Level 50. Ich hoffe, wir sind gut gewappnet für folgende Bosse. Das sind doch exakt die gleichen Viecher. In die Fresse. Der ist gesprungen, ja, super. Okay. Oh. Aber irgendwann wird der Tag kommen, weil ich überall, wo meine Angriffe sind. Aber ein Tales of Zillia damals so, ey. Das Problem ist, ich lerne ja immer neue Angriffe und dann tue ich die wieder alle verteilen, dann tue ich wieder irgendwas ändern, dann finde ich irgendwie einen Angriff, der passt in diese Kombination irgendwie besser, in diese Tastenkombination. Deswegen, ja. Muss ich mal erst bis zum Ende des Spiels warten, bis ich das gebacken kriege. Kann ich mal ganz kurz hoch, so für umsonst, ne? Kaputt. Oh. So, ich müsste jetzt mal langsam mit Judith hier das gemeistert haben, ne? Ne, immer noch nicht. Warum? So, hier kommt ein Speicherpunkt, da weiß ich noch. Ja. Speichern wir mal hier. Weil warum nicht? Okay. Schießt er in den Rücken. Jetzt laufen wir hier wieder im Kreis, ne? Wirklich. Weiß ich nicht. Konnten wir überhaupt schon mal an einigen Orten hier hingehen? So in die Richtung. Ha. Und nicht weiter kämpfen, bin schon stark genug. Sollen wir was geregelt kriegen? Ja, im Part, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit wieder kämpfe, dann geht das nicht. So, das sieht schon wichtig aus. Was geht? Was geht? Das ja war ist der Raum, ne? Verschlossen, ach man. Warte mal. Auch hallo. Hier waren wir auch schon mal. Na, jetzt bin ich hier im Kreis gelaufen, ne? Gut, alles klar. Muss ja noch mal checken, ne? Wer weiß, vielleicht hätte ja hier eine Truhe oder so auf mich gewartet. Weiß man ja nicht. Jetzt wann weiß es nicht? Wann weiß es nicht? Duh. Gut, dann ich meine, wir müssen da runter. So, bis jetzt sieht hier noch alles bekannt aus, obwohl hier sieht irgendwie alles gleich aus. Ich muss jetzt nächstes hin soll. Gott. Ach, jetzt bin ich hier. Boah. Jetzt bin ich vollkommen verwirrt, wo ich gerade bin. Ich dachte, ich wäre schon am Ende des Kreises hier gelandet. Okay, ich nehme an, wir haben schon mal alles hier mal erkundet. So, vielleicht ein, zwei neue Orte. Das hier sieht neu aus. Oh Gott. Oh Gott, die können mich schon wieder. Die sehen mich schon wieder. Ja, das hier sieht auf jeden Fall neu aus, dieser Ort. Wo ist die Berg auf der Basis dabei? Das ist ja der kaiserlichen Hauptstadt, wo die ja platziert. Kaputt machen. Ah. Zeit der Unmöglichkeit nach Verwendung um 50% nach Verwendung von was? Zaubern. Er steht irgendwie nicht durch was. Ich nehme an durch Zauber, aber das steht irgendwie da nicht.
Ja, dieser große Thronraum, der sieht ein bisschen verdächtig aus. Ich nehme an, das ist der Thronraum da vorne, ne? Ich mag so ein Layout von diesen Schlössern nicht. Sind immer so riesig und hier sieht alles gleich aus. Hier sind Thronen, das ist gut. Vagabund plus 1 und 15.000 Gold. Wenn drei Flügelpaare ausgebreitet sind, wird ihr Ebenbild im gesprungenen halben Spiegel erscheinen. Erst dann wird sich die dritte Tür öffnen. Okay. Ich glaube, das hatte ich aber ja schon Vagabund, ne? Ja, Dreck. Ich bekomme oder ja, Vagabund plus 1 habe ich schon. Na. Ich habe so ein Gefühl, diese Statuen sehen irgendwie irgendwas, was Alexei mit Estelle vorhat, oder ist alles so Foreshadowing für irgendeinen optionalen Boss oder so. Den wir vielleicht irgendwann mal bekämpfen müssen. Mal schauen, weiß ich nicht. So, haben wir ja genau das gleiche wieder. Ein Raum mit einer Statue und zwei Truhen. Hat hier so ein Gigantomonster. So, dann haben wir hier Limitrunk und Brecher wohl noch einen Bogen. Ich habe doch gerade erst einen neuen gefunden. Schmelzsiegel, Ethanor. Muss mal was Besseres ausrüsten. Wenn die Frau der kleinen Flügel in die Finsternis sanft lächelt, wird sich die erste Tür öffnen. Okay. Also sowas von irgendwann noch mal hier hin und die alle untersuchen und weiß nicht. Ich nehme an, das ist alles hier, weil ich tendiere eher so dazu, dass hier als Vorstellung ist für nicht Alexeys Plan, der will irgendwie Flügel, weil die Pferdstatue dem mit der vierten Tür hat ja irgendwie gesagt Kind des Vollmonds. Was heißt, es gibt da draußen irgendwo noch ein Kind des Vollmonds, das wir irgendwann, weil nicht kaputt hauen müssen, optional bossmäßig oder irgendwie sowas. So, zwei Thronen, aber niemand ist hier. アレクセイの秘書殿よ。なってんきしょ。てことは敵。いえ違います。少なくとも今は。しかもし、ぜやばがえなんでしょまげせんそうあん。わりがこっちは急いでんだ。戦うか。でなきゃ後にしてくんねえかな。 たがために、あなたたちは戦うのですか？え？あの哀れな娘のためですか？哀れだとか、あんたに言われる筋合いなんかない。回りくどいね。何が言いたいの？あの人があなたたちに何を見たのか分かりませんが、あなたたちがあの人を止めてくれるのを願っています。 意味不明。わけわかんないんだけど。アレクセイを止めてほしいってこと？さあな。まあ、考えても仕方ねえ。そうね。もうこの先にエステルたちはいるのだから。のじゃ。止めるなんて生ぬるい。ぶっ倒すのじゃ。あとはぶっつけってとこかね。そういうこった。行くぜ。 Na gut, aber erstmal die Thron da öffnen, ne? Okay, okay. Ja, jetzt stehen ja natürlich Leute. Ist klar. Geisterarmreif. No. Ja, das kenne ich. Das habe ich schon mal einsetzen können. Steht da einfach so ein. Dann finde ich hier natürlich das Zeichen eines Phonist. Das Zeichen eines Phonist reduziert die Zeit für einen Zauber etwas. Phonist, das ist eine Anspielung an Tales of the Abyss, weil da hießen Magier Phonisten. Wenn ich mich nicht irre. Ne, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Gewand des Ältesten, das ist für Rita, aber sie hat schon bessere Sachen.
Alle haben irgendwie so Mondsachen irgendwie oder irgendwie nicht. Mondschutz, Mondgewand, okay, zwei haben. Boah. Na gut, wisst ihr was, aber ich würde sagen, wenn jetzt hier Estelle nicht weit entfernt ist, dann würde ich mal sagen, wir gehen ja mal und beenden den Part. Kann ich ein Zelt einsetzen, wenn ich wollte? Warum nicht? Kann man die nicht an Speicherpunkten einsetzen? Egal. Würde ich sagen, ich beende Part hier. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Wenn ihr Kanal weiterhelfen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Tales of Vesperia. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.